Was geht? Corey hier. Und ich habe mir vorgenommen, die nächsten 24 Tage euch jeden Tag ein Bibelvers zu geben. So wie 24 Türchen gibt es 24 Bibelverse und Worte zur Ermutigung. Was geht? Corey hier. Und ich habe die letzten zwei Wochen, habe ich jeden Tag eine kleine Andacht gehalten auf Instagram. Und ich weiß, dass nicht alle Instagram haben und die dieses Video erzählen, haben wenigstens YouTube. Also habe ich mir gedacht, okay, ich packe all diese Andachten in ein Video. Die ersten 12 poste ich heute und die letzten 12 werde ich an Weihnachten dann posten abends. Danach, nach Weihnachten, also an Silvester, werde ich noch ein letztes Video posten für dieses Jahr, in dem ich darüber rede, wie das Jahr für mich aussah, mit Corona und YouTube-Channel starten und so weiter und so fort. Und vergesst nicht zu abonnieren, weil nicht mehr viel und dann bin ich an den 100 angelangt. Die ersten 100, was schon ein Meilenstein ist für mich und richtig cool ist. Und dann werde ich auch den Namen diesen YouTube-Channels ändern, weil ich nicht mehr mag, dass mein Name an erster Stelle steht. Also ich werde meinen Namen ändern. Ihr könnt mir gerne noch immer Kommentare unten in die Kommentare schreiben und eure Vorstellung, wie wir unseren Channel nennen. Sonst viel Spaß mit den 12 Andachten. Und heute fange ich an mit Römer 10, Vers 9. Und da heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und ich wollte damit starten, weil ich ganz klar bekennen möchte, dass ich an Jesus glaube und ich möchte euch auch ermutigen, meine christlichen Brüder und Schwestern, dass ihr keine Angst habt zu sagen, zu wem ihr gehört, sondern ein Zeugnis zu sein heute und einfach die Liebe weiterzugeben und keine Angst zu haben, denn wenn Gott für euch ist, wer kann gegen euch sein? Ein Bibelvers für einen anderen Tag. Und damit hoffe ich, dass ihr den Tag gut starten könnt. Ich sitze schon am Schreibtisch und kann losarbeiten. Und ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Start in den Tag. Guten Morgen, heute wieder. Was geht? Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Matthäus 28, Vers 19. Und da steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich kann jetzt nicht zurück auf mein Leben gucken und sagen, ich habe viele Leute getauft oder habe viele Leute zum Glauben gebracht oder so. Aber deshalb möchte ich euch ermutigen und mich auch heute ermutigen, einfach das umzusetzen. Einfach zu den Leuten zu gehen und von den Erfahrungen, die du erlebt hast, einfach zu erzählen. Ich möchte jetzt rausgehen heute, oder jetzt ist es schwer rauszugehen, aber ich möchte irgendwie den Leuten, die in meiner Umgebung ist, zeigen einfach, dass ich an Jesus glaube und dass er der einzige Weg ist, ja, zur Errettung. Und ich möchte einfach mit meinem eigenen Leben Zeugnis sein für ihn. Und deshalb ermutige ich euch, selber auch heute ein Zeugnis zu sein für Jesus an diesem heutigen Tag. Amen. Und viel Spaß bei was auch immer ihr heute macht. Ich ermutige euch heute, selbstsüchtig zu sein. Denn Sprüche 11, 25 sagt, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Und wer anderen Leuten hilft, dem wird auch geholfen. Jetzt mal Spaß beiseite. Lasst uns heute mindestens einer Person etwas Gutes tun. Egal, ob es ein Obdachlosen ist auf der Straße, dass ihr, keine Ahnung, in den Supermarkt geht und eine kleine Tüte nimmt und einen Apfel, eine Banane, eine Mandarine, was auch immer, reinpackt, es für diese Person kauft und es ihr gibt. Es ist so einfach. Wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht es besser als so vielen anderen Menschen. Aber auch wenn es kein Obdachloser ist, habt einfach ein offenes Auge
ein offenes Ohr für deine Mitmenschen. Vielleicht braucht jemand Hilfe beim Umzug. Vielleicht braucht jemand Hilfe beim Streichen. Vielleicht braucht jemand Hilfe bei sonst was, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Versucht heute selbstsüchtig zu sein, indem ihr anderen Menschen hilft. Hallo? Wolltet ihr immer schon jeden Tag mit meinem Gesicht aufwachen? Nein? Ja, dann willkommen in meiner Welt, weil ich muss jeden Tag einen Spiegel sehen und mich sehen. Nein, Spaß, genug der Witze. Ich bin viel wert und so, wir wissen das alle. Jesus hat uns befreit. Der heutige Bibelvers ist und steht in Hebräer 13, Vers 8. Jesus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir den ausgesucht habe, aber ich habe den vor längerer Zeit mal ausgesucht und ich glaube daran, dass irgendwas Gott uns irgendwas damit sagen wollte. Und ja, die Gedanken, die ich dazu habe heute, ist einfach nur, dass Gott hat uns immer schon geliebt und daran wird sich nichts ändern. Wenn wir gerade in einer Phase sind vielleicht, wo wir denken, Gott kann uns nicht mehr lieben, weil wir das oder jenes getan haben, dann kann ich dir versprechen, dass Gott dich immer noch liebt. Er sagt nicht, ist egal, dass du gesündigt hast, aber er sagt dir, wenn du Buße tust, wenn du umkehrst, dann ist er für dich gestorben, wie er für mich gestorben ist. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du wieder reingemacht und wirst du heil gemacht. Und ja, das ist das, was ich dir heute sagen möchte. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Tag und genießt Gottes Wort auch heute. Wir sehen uns morgen. Oh, ich habe einen guten für euch heute. Und zwar steht er in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt ein, sondern lasst euch vielmehr von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich finde diese zweite Stelle so gut, weil wir häufig nicht wissen, was Gottes Wille ist. Und wir fragen immer Gott, was ist dein Wille? Und irgendwie sagt Gott uns nicht, was er will. Aber hier zeigt es auch, dass wenn wir uns diesen Maßstäben dieser Welt anpassen, dann werden wir immer mehr, das wird dann immer mehr verschwommen, was Gott eigentlich für uns will, was Gottes Maßstab ist. Das heißt, lass uns zurück und die Augen auf Gottes Maßstab fixieren. Und dann fangen wir an mit der Liebe. Unseren Nächsten zu lieben. Nicht zu lästern. Das ist der Maßstab dieser Welt. Ja, okay, wenn er was Doofes gemacht hat, okay, dann reden wir schlecht über ihn. Das ist der Maßstab. Passt euch nicht den Maßstab dieser Welt an, sondern liebt diese Person. Betet für diese Person. Segnet diese Person. Klar, es ist so viel einfacher, es in Worte zu fassen, als es wirklich zu tun. Ich möchte nur damit sagen, dass wir danach streben sollten, nach Gottes Maßstab streben sollten. Weil dann können wir auch sehen, was Gottes Wille ist und ihn auch tun. Was geht? Corey hier. Und ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Mein Ohr juckt. Und zwar steht er in Römer 3, Vers 25. Und da steht, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Lasst uns heute aufhören, uns wieder diese schwere Last auf die Schultern zu setzen. Wir sind freigesprochen. Jesus ist für uns gestorben, für die, die an ihn glauben. Wir sind frei, wir müssen nicht sündigen. Jesus hat uns befreit und er wird uns tagtäglich helfen, ihm nachzufolgen und nicht unseren eigenen Fleisch, unseren eigenen Willen, unsere eigenen Bedürfnisse. Ich ermutige euch heute, aufzuhören, euch selbst anzuklagen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus angenommen hast, dann brauchst du dich nicht mehr anklagen.
Der Einzige, der dich jetzt noch anklagt, ist der Teufel. Jesus hat dich freigekauft. Das heißt, jetzt versuchen wir nur noch, seinen Willen zu tun. Und in seinem Willen steht nicht Selbstanklage. Also für mich macht das Sinn, sehr viel Sinn, dass wenn wir gerettet sind, dass wir uns nicht mehr anklagen müssen. Wir müssen nur umkehren und zu ihm laufen. Und heute könnt ihr euch das nochmal bewusst machen. Was geht? Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Und zwar steht der in Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Himmelreich und dass Gottes Wille geschieht. Weil dann wird er euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Es ist viel besser, nach dem zu streben, was im Himmel ist. Nach dem zu streben, was Gottes Wille ist. Jeder Gedanke, der von Gott kommt, ist besser als der Gedanke, der von uns kommt. Das heißt, wenn wir uns danach richten, was Gott möchte, dann gibt es nichts auf dieser Erde, was uns runterdrücken kann. Und Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen, um heute diesen Tag zu meistern. Deshalb, ich bitte euch, das Erste, was ihr macht, bevor ihr anfangt zu arbeiten, auch wenn ihr schon arbeitet, betet. Betet, dass ihr Gottes Wille heute umsetzen könnt. Und dann wird er euch durch diesen Kampf, durch diesen Tag, durch diese Arbeit, Studium, was es noch so gibt, tragen und euch mit dem versorgen, was ihr braucht. Geduld, Kreativität, Stärke. Alles wird er euch geben, um diesen Tag zu meistern. Guten Morgen. Ich habe einen Bibelvers für euch. Und zwar steht er in Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und in diesen Zeiten haben so viele Leute Angst, sind nicht glücklich, haben keine Freude, sind nicht im Frieden, haben keine Geduld, wann hört das endlich auf, sind nicht mehr freundlich, horten Klopapier, Güte, Treue, Sanftmut. Ich ermutige euch nur, was kann uns schon schaden auf dieser Welt, wenn Gott auf unserer Seite ist? Und deshalb, wenn wir im Geist sind, wenn wir viel mehr im Geist sind, dann kommen diese Liebe und diese Freude und dieser Friede nochmal neu raus in unserem Tag. Und deshalb versucht es zu verinnerlichen, dass der Geist Gottes in uns ist. Und dann kann uns nichts wackeln, nichts erschüttern, sondern wir sind einfach strahlen. Wir können einfach nur strahlen und glücklich sein den ganzen Tag. Guten Morgen. Ich habe einen Bibelvers für euch heute. Und zwar steht er in Prediger Kapitel 7. Vers 3, und da heißt es, Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Und es ist zuerst schwer zu verstehen, wie etwas vermeintlich Schlechtes, was Gutes sein soll. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann ist es doch so, dass in der Traurigkeit mir die reinsten Gedanken kommen. Dass ich über Sachen nachdenke, über die ich sonst nie nachgedacht habe. In dieser Zeit bin ich am motiviertesten, etwas zu verändern. Weil klar, wer möchte ewig in dieser Traurigkeit bleiben? Aber ich möchte euch ermutigen, falls ihr in einer Trauerphase seid, dass ihr vor allem erstmal die Sorgen und Kummer an Jesus abgibt. Aber
im Zweiten euch nicht fertig machen zu lassen. Denn in dieser Zeit, oder diese Zeit ist so wertvoll, weil sie euch schleift und sie reinigt euch, wie es heißt, und sie gibt euch neue Gedanken, Neues anzupacken und Gottes Wille zu tun. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr White. Ich habe eine Bibelstelle für euch heute. Und zwar steht die im Psalm 23, Vers 3. Und da heißt es, er gibt mir neue Kraft. Und ich habe ein Bild in meinem Kopf. Und das ist eine Sache, die ich früher mal gemacht habe. Jetzt mache ich die nicht mehr so oft. Und zwar mein Handy, bevor ich schlafen gegangen bin, am Ladekabel gesteckt. Und damit ich am nächsten Tag halt wieder voll Akku habe und mit meinem Handy spielen kann. Und Gott ist so ähnlich. Nur, dass wir durchgehend am Akkuladegerät stecken. Und ich ermutige euch heute, dass ihr immer wieder an der Quelle vernetzt seid, dass ihr immer an der Quelle hängt. Denn er gibt euch die Kraft, um diesen Tag hier heute zu überwinden. Er gibt euch Kraft in jede Situation, in jeden Konflikt. Er gibt euch Kraft für eure Arbeit, euer Studium, eure Schule. Er gibt euch Kraft für Schmerz, Leiden, um das durchzustehen. Er gibt euch Kraft. Er gibt uns Kraft, jeden Tag durchgehend. Und wenn wir an ihm bleiben, können wir. Dann gibt es den Status Akku leer nicht. Dann gibt es immer 100%. Was geht? Corey hier. Es ist früh, ich bin müde. Egal, es gibt keinen besseren Weg, den Tag zu starten, als mit Gottes Wort. Und zwar steht er heute in Römer 15, 5 und da heißt es, Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost gibt, um standhaft zu bleiben. Und dazu kann ich nur Amen sagen. Und lass uns doch heute den Tag starten, indem wir ruhig werden, das Handy weglegen, nachdem ihr das Video fertig geguckt habt, 5 Minuten still bleibt und werdet und einfach nur euch Mut abholt von Gott. Was geht? Corey hier. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gut geschlafen. Ich habe einen Bibelvers für euch heute und zwar steht der Matthäus 6, 19 oder wie ich gerne sage, Matthäus 6, 1, 9. Und das ist ein Bibelvers, den ich mir auch tätowiert haben lasse, anhand einer Motte oder mit einer Motte. Und zwar heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Und da möchte ich ganz klar jetzt zur Weihnachtszeit nochmal ermutigen, dass es so wenig um das geht, um Geschenke geht, um materielle Geschenke geht. Und dass wir nicht darauf achten sollten, was wir haben und was wir wollen und auch nicht auf irgendwas, auf andere Leute gucken und sehen, oh, die haben irgendwas, was wir gerne haben wollen. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das ist nicht vergänglich. Das ist etwas, was hier auf dieser Erde bleibt. Und es macht so keinen Sinn, so viel Zeit und so viel Herz und so viel Gedanken an sowas zu verschwenden, was irgendwann weg sein wird. Also so extrem viel. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen und in den Tag entlassen und dass ihr diesen Samstag genießen könnt mit dem, dass ihr habt, was ihr braucht. Und da gibt es noch einen anderen Bibelvers, wo es heißt, dass wir alles das haben, was wir brauchen. Und deshalb schaut nicht auf die Sachen, die vergänglich sind, sondern schaut auf die Sachen, die unvergänglich sind. Und das ist ein Thema für ein anderes Mal. Bis dahin, wir sehen uns morgen wieder.